Willkommen zu einem neuen Let's Test. Und zwar hatte ich gestern die E-Mail bekommen zu der Closed Beta von Scarlet Blade. So, wir spielen das Spiel also auf Deutsch. Und ja, ich habe mich gerade eingeloggt, habe dann den Sicherheitscode eingegeben und das war's bisher auch. Ich habe eigentlich so gut wie keine Erfahrung von dem Spiel. Ich habe es einmal gestartet damals. Da war das auf Englisch, aber ich habe es auch gleich wieder gelöscht. Ich fand es damals nicht gut. Jetzt, wo es auf Deutsch ist, probiere ich es einfach nochmal von vorne. Und also ich hatte vielleicht 30 Sekunden Ingame damals. Von daher ist das jetzt nicht wirklich erwähnenswert. So, jetzt soll ich mich ja entscheiden für die Mavericks und die Protectors. Die Arkanen der Protectors stehen ihren Kommandanten in puncto Kampfbereitschaft und Pflichtbewusstsein in nichts nach. Sie sehen sich als lebende Waffen und verbessern ständig ihre Talente, um die Menschheit zu beschützen und ihre Rückkehr zu sichern. Auf der anderen Seite, die Arkane der Mavericks sind so rebellisch und unabhängig wie ihre Fraktion. Stets versuchen sie, sich gegenseitig in Kampf und Können zu übertreffen. Ihre Commander unterstützen diesen Konkurrenzkampf und manche versprechen ihren Arkanen sogar, ihnen nach dem Krieg die Freiheit zu schenken. Okay, also das hört sich eigentlich für mich nicht so gut an. Ich finde das linke, das weiß-gelbe, hört sich mehr nach Freiheit an und weiß ich nicht. Also rechte finde ich jetzt nicht so toll, aber wir nehmen das jetzt hier einfach mal. So, jetzt muss ich mich flackern irgendwie gerade hier. So, jetzt soll ich mich hier entscheiden, Ist mein, wer mich wählen was wir. sollte mit meinem, ich beschütze mein, niemand, Okay, also meine ich. stahlharte Klinge zertrümmert alles, was sich mir in den Weg stellt. Ich beschütze meine Girls, egal vor wem. Meine Lieblingswaffe Schwert. So, den haben wir uns jetzt mal angeguckt. Kann ich das hier ein bisschen drehen? Ich weiß jetzt nicht, ob das hier drehen ist. Nein, Entschuldigung. So. Okay. Also Schwert wäre schon mal gar nicht so schlecht. Hier gehen wir ein bisschen auf die Details ein. Speziell, okay. Debuffs, ja. Gehen wir erstmal durch, würde ich sagen. Lassen die Texte mal durchgehen und dann entscheide ich mich einfach mal. Dieser Charakter ist jetzt sowieso ja eigentlich nur zum Schauen. Die Nacht ist meine Tarnung. Meine Krallen sind tödlich. Keines meiner Girls kommt Feinden so nahe wie ich. Okay, Lieblingswaffe Krallen. Das Video, ich bin mir gerade nicht sicher, ob man aus einer Closed Beta aufnehmen kann. Darf vermutlich nicht. Von daher werde ich das hier vermutlich erst online stellen, wenn die Open Beta stattfindet. So, die Viper. Wer mich wählt, sollte mit meiner brutalen Art klarkommen. Ich stehe auf Schmerzen, wenn ich sie anderen zufüge. Okay. Das finde ich jetzt überhaupt nicht so gut. Nahkampf. Okay, mehr Nahkampf. Dann erstmal Ich weiter. beschütze meine Girls aus der Distanz. Meinem Auge entgeht nichts. Auch meiner Knarre nicht. Lieblingswaffe Gewehr. Also der gefällt mir hier gar nicht. Ich gehe mal Niemand weiter. rechnet mit mir. Ich bin blitzschnell, klein und scheinbar harmlos. Gut für meine Girls, gut für dich. Okay. Hört sich mal gar nicht hier so schlecht an und sieht auch witzig aus. Pistolen, okay. Oh ja, und hier Fernkampf. Das geht mir auch schon eher in die richtige Richtung. Gucken wir noch Medik. Wird eines meiner Girls verletzt, bin ich zur Stelle. Ich habe eine Gabe. Möchtest du mein Geheimnis wissen? Nee. Speziell, aber ganz hoch, okay. Nee, ich habe mich jetzt entschieden, wir nehmen Niemand Sentinel, einfach rechnet weil es mit witzig mir. ist. Ich bin blitzschnell. Wählen. Oh, jetzt können wir doch ein bisschen was auswählen. Jetzt können wir auch ranzoomen und das Ganze mal ein bisschen drehen. Sehr schön. Okay, jetzt wollen wir da ein bisschen schick machen, ne? Nehmen wir erstmal ein schönes Vorbild hier. Ach, mit der Maus kannst du rein und rauszoomen. Ja, das war mir schon klar. Okay, ja. Wollen wir mal was ganz Niedliches gestalten? Das wird gar nicht so einfach. Ja, doch, das sieht doch hier schon mal ganz niedlich aus. Okay. Schwierig, schwierig, echt schwierig.
Meine Güte. Ja, das ist das Problem, Frauen zu designen. Also das fällt raus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube... Oh Mann. Also das hier... Naja, das ist zu einfach. Also das hier... Das hier oder das hier. Das hier und das hier sind ja fast dasselbe. Da finde ich... Kann man sich echt nicht entscheiden. Na, das hier sieht auch noch nicht so schlecht aus. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Standard. So, das Gesicht. Oh. Wenn sie nicht so viel zappeln würde, wäre das ein bisschen schöner. Nee, 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 nee. Eigentlich sah das mit den großen Augen echt gar nicht so schlecht aus. Hatte halt diesen Asien-Touch, ne? Ja, ist die Frage... Oh, nee, bitte nicht. Also, das hier oder das hier? Ja, das hier. Okay. Augen. Rot. Oh Mann, da kann man sich ja echt schlecht entscheiden. Ich hätte gerne mal so ein... Ah. Nehmen wir mal das hier. Das sieht irgendwie ein bisschen weiblich aus. So, Lippen. Ah, das sieht viel zu extrem aus. Nein, 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 nein. Lass mal das. Okay, Frisur. Sehr schön, jetzt darf man das nochmal auswählen. Also jetzt kann man sich hier wirklich die Frisur auswählen. Da bleiben wir jetzt bei dieser, weil wir uns dafür entschieden haben. So, jetzt die Haarfarbe. Die hätte ich jetzt aber gerne ein bisschen blonder oder so. So. Warum kriege ich denn nichts Blondes hin? Warum sind das denn drei Farbpaletten? Das sind doch alles die... Achso, okay. Irgendwie... Ist das kein Blond? Komm, bisschen, das kann doch nicht so schwer sein, ein Blond rauszukriegen, oder? Jetzt echt? Ah, okay, damit kann ich das dann dunkler und heller machen. Wenn ich das richtig... Wobei, wenn ich jetzt so rot-pink wähle und dann dunkel gehe. Nee, nee, ist echt nur weiß und schwarz. Jemine, jemine. Ja gut, dann müssen wir was Schrilles nehmen. Fand ich jetzt nicht so dolle. Fand ich das Blau gar nicht mal so schlecht vorhin. Wenn die auch nicht so oft zappeln würde. Also ich klicke mich hier echt nur ein bisschen durch. Um da einfach mal zu sagen, stopp, das ist gut. Nur einfach mal die Grundfarben. Ne, Grundfarben ist zu einfach. Das hat dann ja jeder. Ah, das... echt hart. So, ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Das passt aber irgendwie nicht zu den Augen, ne? Boah, das Weiße sieht ja auch nicht schlecht aus. Das ist ja so ein Hellgrau, ne? Okay, nehmen wir das so. Ganz einfach. So, Kleidung. Die ist ja dann immer nur so fürs High-Level manchmal so zu berücksichtigen. So, gehen wir mal ein bisschen... Oh, nee. So, so, okay. Und dann klicken wir uns mal durch. Achso, das sind Dessous und Kostüme. Ach, jetzt verstehe ich das. Ja, also eigentlich ist es ja egal, was wir da nehmen, ne? Nehmen wir das ruhig, lass mal so. Ja, zufällig klicken wir bestimmt jetzt nicht. So, und dann geben wir mal einen Namen ein. So, ich nenne das jetzt hier einfach mal Shinkiri. Mir fällt gerade nichts Besseres ein und ja, nennen wir das einfach mal so. Fertig. Bist du zufrieden mit Shinkiri? Ja. Okay, hier kann man schon mal, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Charaktere erstellen. Ah ja, hier steht totale Spielzeit. Oh Gott, das wäre schon interessant für die meisten Games. Wie viel Zeit man da investiert hat. Letzter Login, IP. Und der Server. Ja, momentan nur ein Server zur Verfügung, Luna. So, und dann starten wir auch mal als Abenteuer. Das Entsiegelschiffrecht. Oh, oh, so viel. Hallo Schätzchen, ich bin Ariel, dein Sys-Admin. Von mir geht's all die Infos, ohne die du und dein Commander flott im Grab landen. Also Ohren auf, wenn du überleben willst. Einen großen Teil der Quest gibt's über den kybernetischen implantierten Empfänger hinter deinem Ohr. Ein blaues Ausrufezeichen. Am unteren Rand deines
Sichtfeldes benachrichtigt dich, wenn du eine neue Quest heruntergeladen hast. Aber dazu später mehr. Tschüss. Okay, Oh, habe ich schon angeklickt jetzt? Ich würde ja sagen, dass ich mich geehrt fühle, mit deiner Mission beauftragt zu werden, Commander. Aber ich weiß nicht, wie viel Spaß es wirklich macht, durch eine nukleare Einöde zu stampfen, sich mit Mutanten zu prügeln und an jeder Ecke einen Hinterhalt zu vermuten. Eigentlich solltest du dich geehrt fühlen, dass ich das hier für dich mache. Dein Glück, dass ich dafür erschaffen wurde. Okay, also verstehe ich, dass der Commander ich bin. Also immer der Spieler. Auf jeden Fall haben wir keine Zeit für unproduktives Vergnügen. Wir werden angegriffen und die Lage ist kritisch. Mutters KI, Lotta, möchte mit dir sprechen. Ich verbinde dich, was auch immer das bringen soll. Okay. So, also sprich mit Mutters Hologramm Lotta. Also erstmal schauen wir uns so ein bisschen um. Zoom hier auch mal ein bisschen ran, einfach mal den Charakter. Okay, man kann sehr weit zoomen, das sehen wir schon mal, aber darum geht es auch gar nicht jetzt. Ich habe ja auch gehört, man soll nackt hier sein können, aber darum geht es mir ja auch nicht. So, das spielt sich ja schon mal ganz fein eigentlich, ja. Die Laufbewegung finde ich jetzt ein bisschen hampelig. Und was hat die für Schuhe an? Das will ich gar nicht wissen. Okay, so, hier haben wir dann Doppeltreffer. Wie mit Zielwasser und schnelles Feuern. Das sind dann wohl Skills. Okay. Und dann haben wir hier unten unser Menü. PvP-Rang, Mail. Da ist noch nichts drin. Wait. Zocken. Zockerkosten. Okay, das ist wohl sowas wie ein Casino, würde ich fast sagen. Ah, jetzt kommen wir zu dem Char an sich. Also das Char-Modell hier. Da haben wir momentan nur das ausgewählt. Wo ist denn das Inventar? Also Robo haben wir hier. Dein neuer Robo wird aktiviert, wenn du ihn das erste Mal rufst. Du kannst... Achso, okay, das wird so ein Hilfsroboter sein. Oder Tasche. Inventar. Wir ziehen das jetzt einmal hier aus. Ich hatte jetzt erwartet, dass man das ausziehen kann. Na gut. Eigentlich geht es mir da nur darum, um zu sehen, ob das dann wie im Inventar landet und so weiter. Okay, Quest. Ah, dann wird das alles unterteilt. Normale Gegenstände, Questgegenstände, okay. So, was haben wir hier? Unsere Stats, ja. Skills. Oh Gott, ein Talentbaum. Naja, ein bisschen jedenfalls. Sieht jedenfalls so ein bisschen aus. Ja, sieht auch so aus. Aktiv, Spezial. Also ich habe ja Shire von Area Games gespielt und da gibt es ja auch Aktiv, Passiv, Spezial und... Oh Gott. Ich weiß es nicht mehr. Normal, glaube ich, gab es noch. Okay, aber ich glaube, das wird uns auch nochmal in Tutorial erklärt. Hier haben wir erstmal eine Karte. Mhm. Dann Gilde. Da brauchen wir uns auch noch nicht beschäftigen. Sozial. Team. Mhm, okay. System. So, hier geht es jetzt zu den Optionen, würde ich sagen. Und das andere ist dann verlassen. So, hiermit können wir das verschieben. Ganz nett gemacht, das Menü da unten. Vielleicht ein bisschen zu groß. Oder, ja. Also ich finde es ein bisschen groß. So. Des Weiteren, was sehen wir denn hier? So, jetzt sind wir hier im Menü. Interface. Ja, da wollen wir jetzt gar nicht so viel dran ändern. Das finden wir dann alles später. Kamerareichweite. Machen wir alles mal auf höchste. Schwenkgeschwindigkeit nicht so. Grafik. Frame. Okay. Das ist ja nichts hier, was man hier auswählen kann. Aber okay. 32 Bild. Ja, ist ja auch gerade nicht der große Monitor. Aber egal. So. Topografie. Also, wenn ich jetzt Helligkeit wähle, wird das dann alles heller? Auf Account anwenden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hiermit ist das Spiel abgestürzt. So, da bin ich wieder. So, ich musste jetzt die Einstellungen nochmal vornehmen. Das Spiel ist nämlich einfach abgestürzt. Gut. Also, man sieht jetzt, so ist es jetzt eingestellt hier. Alles auf voll. War einfach Beste angeklickt. Ja. So, wir können jetzt mal ein bisschen zoomen. Sieht ganz nett aus.
Anti-Leasing. Ich weiß gar nicht, ob die Abrundungen hier wirklich gut sind, aber okay. Das Laufen sieht immer noch albern aus und die Steuerung, der läuft auch nicht direkt hart rechts, sondern der musste kleine... Wartet eine Sekunde. Ist ein bisschen nervig. Ein bisschen... ja, muss man sich noch ein bisschen angewöhnen. So. Lottos Hologramm. Genau, damit sollen wir ja reden. Interagieren. Ich klicke das jetzt mal an. Hallo, ich bin Lotta. Du wirst ja ganz rot. Hab dich nicht so, Tochter. Wir sind doch alle gleich. Ja, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass da so wirklich Stimmen kommen. Und das hier, das ist ja widerlich. Naja, widerlich nicht, aber es passt irgendwie nicht. Quest. Okay, beendet. Ansicht. Hallo Commander, ich bin Lotta, eine Projektion der Mutter-KI und Verwalterin des Projekts Arche. Alle Kampfarkane, einschließlich deiner, sind mit sofortiger Wirkung an die Oberfläche beordert worden. Es gibt dort Schwierigkeiten, um die man sich sofort kümmern muss. Diese Mission ist die beste Gelegenheit, deine Fähigkeiten als Commander zu beweisen. Und glaub mir, Arkane sind biologisch programmiert, diese Fähigkeiten zu bemerken. Überleben da draußen hängt von deinem Können ab. Die Bedrohung durch die Narak und die Mavericks, wir erinnern uns Mavericks, konnten wir auswählen, wird deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Denk dran, die Arkane gehorchen deinen Befehlen, aber Mutter leitet das Projekt Arche. Und die Arkane sind ihre Kinder. Du musst dich auf diese symbiotische Beziehung also voll und ganz einlassen. Die Mavericks arbeiten sich nach Enochia vor. Wenn wir ihren Vormarsch nicht aufhalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie unsere Festung entdecken und versuchen, uns umzubringen. Aber sei unbesorgt, deine Arkane ist außerordentlich stark und ich werde dich immer über alles auf dem Laufenden halten. Vera, die Rüstmeisterin, hat eine Waffe für deine schöne Arkane. Aber weil du neu bist, lass dir erst von Ariel erklären, wie du mit deiner Kämpferin kommunizierst. So, jetzt haben wir hier eine Basisbelohnung bekommen. 20 Erfahrung und sonst weiter nichts. So, jetzt hätte ich hier gern das Questlog rechts. Gibt's hier unten Quest? Ja, Quest. Taucht dann... Nö. Achso, wir haben auch keine mehr. Jetzt kriegen wir sie erst vermutlich. Ich weiß, dass du es eilig hast, also belassen wir es bei einem Quickie. Wage es bloß nicht, auf Ende zu klicken, sonst setzt was. Oh Gott, Ende. Ich weiß, dass du es eilig hast, also... Spitz die Ohren, du lernst, wie man die Arkane bewegt. Und wenn es dich umbringt, ja, dich, nicht mich. Am einfachsten geht's mit BASD. Und wenn du es dir schwerer machen willst, kannst du auf die Stelle, zu der du gehen willst, links klicken. Mit der Leertaste springst du und mit R läufst du automatisch. Einfach, oder? Außerdem kannst du die Karte doppelklicken, um zu einer bestimmten Stelle zu kommen. Dann sprintet deine Arkane dorthin. Oh, das ist nützlich. Und wenn du den Namen im Quest-Tracker klickst, gehst du direkt zu diesem NPC. Oder Monster. Alles verstanden? Sehr gut. Hat dich ja doch nicht umgebracht. Worauf wartest du noch? Ich weiß, dass ich süß bin, aber hat Mutter dir nicht gesagt, dass du dir bei Vera eine Waffe besorgen sollst? Na los. Ja, ist ja gut. So, jetzt versuchen wir mal das. Wir klicken hier drauf und der Charakter läuft automatisch hin. Mit ihrer albernen Fußbewegung. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. Also das ist echt hart. Wir schauen uns hier ganz um. Sieht doch eigentlich auch alles ganz nett aus. Ja, also... Ich schaue jetzt nicht auf den Charakter, ich schaue jetzt eigentlich um die Umgebung. Also, man sieht zwar hier nicht wirklich viel, ja. Gut, die Balken sehen jetzt nicht gerade schick aus. Aber man kann sich ja nicht alles aussuchen. So. Rüstmeisterin Veras Hologramm. Schön, dich kennenzulernen, Arkana. Ich bin Vera. Oh, ich versorge die Arkana, die an die Oberfläche geschickt werden, mit Waffen. Zu den Waffen. Ansicht.
Hallo, ich bin Juristmeisterin. Ich verteile Waffen an die Arkane, die auf der Oberfläche eingesetzt werden. Wenn du ein hübsches Spielzeug willst, hör gut zu, sonst schicke ich dich nur mit deinen süßen Krübchen bewaffnet nach oben. Hier unten warst du relativ sicher, deshalb haben wir dich auch noch nicht bewaffnet. Aber jetzt, wo du Flüge wirst, ändert sich das. Da oben reicht dein Hammer-Aussehen alleine nicht als Schutz. Verdammt, wahrscheinlich gibt es gar keinen, aber wir versuchen es zumindest. Deine erste Waffe wird automatisch ausgerüstet. Mach dich mit ihr ganz eng vertraut. Sei zärtlich zu ihr, streichle sie, liebkose sie, gib ihr einen Spitznamen. Wenn du dich gut um sie kümmerst, kümmert sie sich auch gut um dich. Ariel hilft dir, neue Kampfmethoden zu lernen. Pass gut auf, diese Infos können dir deine Haut retten. 30 Erfahrung und... was ist das? Ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, was das sein soll. SE Sidlios Alpha. Ich gucke jetzt einfach mal in unserem Inventar. Ja. Tasche. Na gut. Scheinbar nichts drin. Belassen wir es dabei. Als Training kannst du ja mal eine von den Übungspuppen dort drüben kalt machen. Momentan kann die Puppe wahrscheinlich besser mit ihrer Waffe umgehen als du. Also pass auf, ich erkläre dir jetzt, wie man einen Feind angreift. Zuerst wählst du dein Ziel aus. Du wählst Monsterfeinde oder NPCs aus, indem du sie anklickst oder den Zielen-Hotkey-Button. Unter dem Ziel erscheint ein roter Kreis. Noch da? Du kennst die Zielen-Hotkeys, oder? Mann, du hast ja echt gar keine... Okay, das überspringen wir also. Na, gut. Mit Tab kannst du das nächstgelegene Ziel auswählen oder zu einem anderen Ziel wechseln. Und mit F kannst du ein mögliches Ziel auswählen. Vergiss nicht, dass du mit Rechtsklick oder E Items einsammeln kannst. Wenn du einen Robo hast, kann er automatisch Items für dich einsammeln. Total praktisch. Okay, jetzt zu den schönen Dingen des Lebens. Angreifen. Bevor dein süßer Schmollen noch zu einem Zähnefletschen wird. Es gibt drei Angriffsarten. Du kannst einen Feind doppelklicken, um automatisch anzugreifen, oder auf einen der Skill-Hotkeys klicken und den ausgewählten Feind mit dem entsprechenden Skill angreifen. Du kannst aber auch einen Feind rechtsklicken und unter dem Befehl Angriff klicken. So, jetzt zeig mir mal, dass du schlauer bist als die Übungspuppen und vernichte sie. Also das werden wir ja wohl hinkriegen, oder? So, da ist eine Übungspuppe. Also, die hatte ich jetzt ein bisschen ausweichen oder so erwartet. Okay. Skills bringen was. Wow. Einen sollten wir... Also ganz ehrlich. Wie dumm hat die mich denn geheilt? So. Schön, dich kennenzulernen, Arcana. Ich bin Vera. Das hatten wir ja schon, oder? Ansicht. Erstaunlich gut. Es tut bestimmt gut, Dampf abzulassen, nachdem du so lange hier unten eingepfercht warst. Gute Neuigkeiten, Süße. Ich würde sagen, du bist bereit für die Oberfläche, sofern man für die Oberfläche überhaupt ja bereit sein kann. So, wir haben wieder irgendwas erhalten. Fragt mich nicht, was das ist. Ah, Handschuhe. Steht da rechts neben. Handschuhe. Achso, die wurden vermutlich gleich alle direkt ausgewählt. Ja, da sieht man hier. Ja. Bevor du auf die Oberfläche gehst, habe ich noch einen Tipp. Du kannst mehrere Informationsfenster öffnen. Mit den Hotkeys kannst du verschiedene Informationen aufrufen. Besonders praktisch sind M, um die Karte aufzurufen, und N, um die Karte halbtransparent einzubinden. Aus I fürs Inventar ist auch sehr nützlich. Mit J rufst du deinen Questlog auf und mit P das Teammenü. Nein, nicht für Partyverabredung. Bleib bei der Sache, Schätzchen. Du kannst dir die Hotkeys auch anders einstellen, wenn du willst, indem du auf Optionen gehst und dann auf Hotkey-Tab auswählst. Okay, es ist Zeit, an die Oberfläche zu gehen. Du bist bestimmt schon ganz heiß darauf. Geh zu Laura.
Sie ist für die Oberflächentransport zuständig. Sie kümmert sich um dich. Viel Glück, du wirst es brauchen. So. Jetzt so. Also es ist sehr schön, dass man hier auf den Namen klicken kann, aber es macht es auch einfach ein bisschen sehr einfach, wie ich finde. Einfach, sehr einfach, genau. Ja, wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Ja, viel gelernt haben wir ja hier nicht. Wobei, minimal. Aber sieht auf jeden Fall ganz nett aus, das Spiel. Kann man nicht meckern. Die Grafik ist jetzt... Ich halte mal kurz an. Wenn man das hier sieht, das sieht nicht schick aus. Das sieht echt verpixelt aus. Das muss man einfach ein bisschen übersehen. Dafür finde ich diesen Leuchteffekt hier ganz schick. Aber halt auch die Textur ist nicht wirklich hübsch. So, dann sind wir jetzt auch hier. Schön, dich kennenzulernen. Lara hier. Ich kümmere mich um Transporte zur Oberfläche. Lara? Ich dachte, das heißt Laura. Ich bin Laura. Der Transport zur Oberfläche ist mein Job. Ich besorge dir im Handumdrehen. Ich meine, ich besorge dir den Transporter zur Oberfläche. So, also irgendwie versuchen die hier alles zweideutig anzusprechen. Ich bin Laura, die Oberflächentransportoffizierin für die erste Arcana-Basis. Du wirst nach Enochia geschickt, eine sehr gefährliche Gegend. Der Nuklear-Fallout vom Narak-Krieg hat das Ökosystem völlig ruiniert und bizarre Wesen geschaffen. Oh Gott, das ist dein erster Feldeinsatz. Also hör gut zu. Das Urteilsvermögen unserer Arbeiter ließ in letzter Zeit etwas zu wünschen übrig, was zur Zerstörung vieler Oberflächenwagen und dem Tod vieler Arcana führten. Glücklicherweise sind beide leicht zu ersetzen. Nur damit das klar ist. Das Hauptproblem sind Störungen in unserem Kommunikationskanälen. Wir vermuten, dass Hacker der Mavericks dafür verantwortlich sind. So, 50 Erfahrung. Ich kümmere mich um Transporte. So, das hatten wir ja schon. Zur Oberfläche, Ansicht, weil... die Verbindung wird vielleicht gestört, wenn du erstmal auf der Oberfläche bist. Wir werden ein Überwachungssystem installieren, in der Hoffnung, dadurch die Sabotageversuche der Mavericks zu vereiteln. Du darfst jetzt die Transporteinheit hinter mir benutzen. Stellst du da hinten auch nichts an? Bitte fasse nichts anderes als den Transporter an, Commander. Tu der Welt einen Gefallen und bring dieses Prachtexemplar in einem Stück zurück. So, das war dann wohl die neue Quest und das hier wird dann ja wohl der Transporter sein. Das steht da auch sogar drauf. Das Spinnen finde ich ganz witzig, aber wirkt ein bisschen zu federleicht fast. Ist das hier Wasser? Nee. Transportoffizier Laura. Die war doch gerade da, oder nicht? Achso. Lauras Hologramm und Laura. Gut. Vielleicht das Hologramm, damit man mehr gleichzeitig reden kann. Was soll ich denn da jetzt aussehen? Reise nach Enochia. Ja, will ich ja. Aber hier steht ja... Ich dachte, ich bin schon in dieser Basis hier. Achso, Enochias Schlucht. Ich habe Enochia nicht gelesen da. So. Scheinbar sind wir jetzt an der Oberfläche. Oh, jetzt hat es kurz geleckt, um zu laden hier. Die Pflanzen. Ja, die sehen jetzt nicht schlecht aus. Nee, ehrlich nicht. Ja, gut. Es ist irgendwie... Wir können ja mal ein bisschen genauer hingehen. Ja. Die Pflanzen sehen echt nicht so schlecht aus, aber... Ich meine... Im Vergleich zu... Na... Terra oder Aion ist das leider nicht so wirklich viel. Naja, hier blinkt es schon wieder. Und ist die Oberfläche so, wie du sie dir vorgestellt hast? Ich finde, sie ist die Hölle. Da unten... Ich dachte oben. Da unten nennt man sie Paradies. Achso. Aber das muss ein schlechter Witz sein. Das ist jetzt dein neuer Abenteuerspielplatz. Der Schlüssel zu jeder erfolgreichen Beziehung ist Kommunikation. Das gilt auch für die Beziehung zwischen Commander und Arcane. Da unten war das alles nicht so wichtig. Aber hier oben braucht ihr beiden euch. Ob es euch passt oder nicht. Also eigentlich ist es so wie eine Ehe. Nur unverbindlicher. Und dein Partner ist bedeutend attraktiver. Naja. Ach ja. Kommunikation. In der Ecke links unten findest du den Korrespondenzmonitor. Klicke auf das Drop-Down-Icon links von der Chatbox, um zwischen den Chatarten zu wechseln. Ja, das ist ja... Hier. Da.
Das ist ja selbstverständlich, das kennt man ja. So. Hier kannst du auch Befehle eingeben, damit deine Arkane bestimmte Aktionen durchführt. Deshalb sollte es mit dem Ehevergleich vielleicht lieber nicht übertreiben. Naja, mit etwas Übung kriegst du das bestimmt auf die Reihe. Na, kann ich im Moment auch nicht für dich tun. Mach Mutter Natur stolz. Mach Mutter stolz. Oder hab zumindest Spaß mit deiner Arkane. Was? So, 70 Erfahrung und wir kriegen auch mal ein bisschen Geld. Ich würde sagen, das ist Geld. Sowas wie Gold, Silber und Bronze. Okay. Und das Ding blinkt schon wieder. So, Commander, willkommen in Enochia. Dieses früher mal so schöne Tal ist zur Einöde geworden. Deine Arkane wird vielleicht Atembeschwerden haben. Die Strahlenbelastung ist extrem, aber sie ist robust und anpassungsfähig. Ja, irgendwie mag ich jetzt gar nicht mehr so viel lesen, aber gut, wir machen weiter. Tut mir leid, Commander, das Signal ist abgehackt. Wir befürchten, ich höre dich kaum noch. Nimm dich in Acht vor den Mavericks. Verbindung unterbrochen. Nicht gut, Commander. Die Verbindung zur Lotta wurde unterbrochen. Wir müssen sie irgendwie wiederherstellen, sonst sind wir hier oben blind. Moment, sind das da Pestkäfer, die da den die an den Glasfaserkabeln in der Nähe des Transporters knabbern? Das könnte das Problem sein. Vielleicht wird das Signal ja besser, wenn ich die Mistviecher abmurkse. So, damit haben wir dann ja schon mal einen Auftrag gekriegt, was wir machen müssen. Ja, das ist jetzt auch nicht wirklich der harte Gegner. Haben wir Schaden erlitten? Ja, das scheinen ein bisschen Fernkämpfer zu sein, aber ein Schaden, das ist echt nicht erwähnenswert. Drei Stück sollen wir davon töten. Wieder auf Distanz gehen. Ah, ihr reagiert mir ein bisschen zu langsam. Okay. Also Items habe ich ja auch noch nicht bisher gesehen, die ich mit E aufsammeln kann. Okay, Verbindung unterbrochen. Commander, ich habe diese verdammten Pestkäfer getötet. Aber der Schaden ist schon angerichtet. Sie haben die Kommunikationskabel schon ganz zernagt. Was machen wir jetzt? Hey, du bist doch hier der Commander. Überleg dir was. Ja, ja, kein Ding, kein Ding. Ich überlege mir was. Das mit den Flügeln hat mich gerade auch an Terra erinnert. Das hier sah zwar digitaler aus, aber dort ist das auch mit Flügeln. Oh Gott, das ist gerade echt ein bisschen laut, diese Schüsse da. Hier kann man doch jetzt so sagen, was die machen soll oder nicht. Nein. Also, deutscher Chef, ja. Aber hier kann ich doch bestimmt irgendwie sagen, was die halt, warte mal. Tanz. Das war vielleicht jetzt ein bisschen lächerlich. Gebiet, Ruf, S, Wait, Freund, Flüster. Vielleicht hätte ich da ein bisschen besser aufpassen sollen. Also eigentlich habe ich mir das jetzt nicht so schwer vorgestellt, der zu sagen, was die machen soll. Rufen? Was denn rufen? Entweder hast du noch nie einen Robo aktiviert oder der Robo, den du zuletzt aktiviert hast, ist nicht in deinem Inventar. Okay, so, wir haben ja zwei Blinke-Dinger hier schon wieder. Und jetzt ist hier was eingefallen, oder was? Die Pestkäfer wurden ausgelöscht, aber die Kommunikation ist noch nicht besser. Vielleicht liegt's auch an diesen verdammten Luftkäfern. Es gibt nichts ekligeres als Luftis. Die müssen echt ausgerottet werden. Und? Commander, mein Einsatzkit hat eine verschlüsselte Nachricht von Lotta empfangen. Es scheint eine Ausfallsicherung für eine mögliche tote Leitung zu sein. Arkane, hier ist Lotta. Wenn du diese Nachricht hörst, dann stecken wir echt in der Klemme. Euch muss klar sein, dass die Mavericks nichts unversucht lassen werden, um unser Netzwerk zu durchbrechen und in unser Untergrundstützpunkt einzudringen. Du bist unsere einzige Verteidigung. Nur du kannst das verhindern. Um unser Überleben zu sichern. Das war schon immer so. Seit dem Zusammenbruch der Welt. Warum ausgerechnet immer ich? Der Commander und Arkane
die ihr Leben im Kampf gegen die Mavericks und die Narraks gelassen haben, werden wir uns immer erinnern. Aber mach dir nichts vor. Der Einsatz ist hoch. Die Mission lautet, Narrak auszulöschen und die Oberfläche einnehmen, damit die Neo-Menschen in die lange Phase des Wiederaufbaus eintreten können. Die Narrak werden nicht deine einzigen Feinde sein. Oh, ich habe echt heute Sprachprobleme. Bis unsere Kommunikationslinien wiederhergestellt wurden, lautet dein erster Auftrag deshalb, die Mavericks auszurotten, die sich über Enochia hergemacht haben. Wir werden eine Technikerin entsenden, töte du inzwischen Kluftkäfer, damit sie ihre Arbeit aufnehmen kann. Wir kriegen eine verschlüsselte Nachricht von ihr und haben vermutlich gleich zurückgemailt. Ja, Kluftkäfer sind hier. Ja, und immer muss ich das machen. Hier, guck mal, hier sind auch noch Leute. Die können doch auch... Oh, die sind tot. Kann man die denn wiederbeleben? Wiederbeleben. Also irgendwie können die tot rumlaufen. Ah, das ist vermutlich vielleicht so ein WoW-System. So, Pestkäfer, Vulkankäfer. Wo noch diese Kluftkäfer jetzt hier, ne? Vielleicht sind die ein bisschen weiter unten. Und wir können ja auch mal hier draufklicken. Oh. Ja doch, ein bisschen weiter unten sind die schon. So, da ist der erste Kluft... Ach komm, sei doch nicht so doof. Hier ist der Kluftkäfer. So, die Steuerung ist leider echt ein bisschen blöd. Also zurückspringen, finde ich, hat jetzt keinerlei Sinn. Das war jetzt gar nicht mal so schwach. Ein paar mehr Kluftkäfer wären jetzt schön, ne? Vielleicht müssen wir da runter. Dann will der ja aber auch gar nicht so lang. Wer weiß denn, ob die schon aggro sind. Pestkäfer. Da, Kluftkäfer. Ja, es sind ziemlich viele Kluftkäfer und Pestkäfer hier. Ja, ich weiß echt nicht, ob ich das hochladen darf. Und dann ist das der große Beta. Ich werde mich da mal ein bisschen schlau machen. Sieht so aus, als müssten wir uns gedulden. Wenn es mit der Kommunikation nicht besser wird, sollten wir vielleicht weiter ins Tal schauen. Habe ich denn schon 5? Nein. Achso, für den eine Quest mussten wir nur 3 und für die andere 5. Offline? Vielleicht soll das immer nur so eine Fehlermeldung sein. Vielleicht kommt sie ja nach jedem Kampf, ja, offline. So, die 5 haben wir auch. Oh, es ist leider etwas laut hier. Ich muss das leider echt sagen. So, in meinem System, Audio, Sound, also das geht gerade echt nicht. Hintergrundmusik, Soundeffekte, Hintergrundsound und Interface-Sound, das brauche ich ja gar nicht so. Ja, Hintergrundmusik ist immer noch so, oder? Ah ja, wurden auch gar nicht angewandt, ne? Jetzt spielt das Spiel wieder ab. Nein. Also, jetzt ist echt ein bisschen leiser geworden. Vielleicht geht's jetzt besser. Ich habe meine Stimme ja selbst gar nicht mehr gehört. Alles klar, Commander. Ihre Ausrottung ist wohl wichtig, damit die Kommunikation wiederhergestellt werden kann. Aber wo bleibt die Technikerin? Was hast du gesagt? Du willst für eine bessere Kommunikation zwischen uns beiden sorgen? Ein neues sexy Outfit wäre ein guter Anfang. Schuhe. Hat sie die jetzt auch gleich angezogen? Oh, meine Güte, hier blinkt sie auch die ganze Zeit. Also von Schuhe sehe ich nichts, dass er was angezogen hat. Muss ich wohl manuell machen. Oh Gott, das hat ja ein bisschen geleckt jetzt. So, Schuhe. Item konnte nicht an der Stelle. Sind doch Schuhe, oder nicht? Mir wurde doch gesagt, dass das Schuhe sind. Und da gehören Schuhe hin, oder? Falsches Level? Magisch oder bessere Ausrüstung auf Level 10 ist aufwertbar. Es werden nur vorhandene Item-Status aufgewertet. Ja. Leuchten. So, scheinbar können wir da nichts machen. Ich weiß auch nicht, warum wir die jetzt haben. Reden wir mal erstmal wieder hier. Commander, als Vorbereitung für diese Mission habe ich einen Haufen Infos über Enochia heruntergeladen. Es gibt eine interessante Pflanze hier in der Gegend. Die Spiral-Liane, die sich im Wind dreht, als würde sie tanzen. Angeblich reagiert sie auf Geräusche und imitieren ihre Umgebung. Während wir auf eine Lösung des Kommunikationsproblems warten, können wir uns vielleicht nach einer
Spiralenliane umsehen. Wer weiß, vielleicht erfahren wir ja etwas Nützliches. Und wenn nicht, ist es zumindest lustig. Und definitiv besser, als hier still rumzusitzen. Und so zu tun, als würde ich nicht merken, wie du mir auf den Hintern starrst. Nee, eigentlich nee. Okay, so. Spiralenliane. Ich lass mal das Teil wieder suchen. Alarm, Autoroute. Ja, was ist denn jetzt so schlimm? Habe ich doch extra angeklickt, damit er das macht. Naja. Können wir uns hier noch ein bisschen die Umgebung... Also das sieht ja echt schick aus so, wenn man sich das so anguckt. Also die Umgebung. Ja, aber die nahen Texturen, die sind echt nicht so doll. Man muss auch sagen, dass das Spiel 1,8 GB groß ist und das ja eigentlich gar nichts ist. Gar nichts. Ich weiß auch nicht, welches Level das Max-Level ist. Ich habe eigentlich keinerlei Informationen über das Spiel. Ja. Kommunikationsterminal. Ja, das hört sich doch endlich mal ein bisschen interessant an, wa? Das wird bestimmt gleich mal angesprochen. Also, sogar von Spiel... Oh, da stehen sie. Oh, die Schrift ist aber echt ein bisschen hoch. Die seltsame Pflanze ist gefährlich. Nah dran, eine Rückblende hervorzurufen. Die seltsame Bewegung. Ansicht. Fängt an zu tanzen, als deine Arkane ihr zuflüstert. Der Himmel ward rot. Im eisigen Wind hier wurde ich einst entjungfert. Warum nicht von dir? Beendet. 100 Erfahrung und wieder ein bisschen Moneys. Und da hören wir schon wieder was. Okay, das war seltsam. Da drüben sind ein paar fehlerhafte Reparaturdrohnen, wenn ich mich nicht irre. Sind die für die Wartung von Oberflächengeräten da? Ich verwette meinen Hintern, dass wir da ein paar brauchbare Kommunikationskabel finden können. Oder geht's weiter? Mit denen können wir vielleicht den Uplink des Kommunikationsterminals reparieren. Was denn? Ich bin schlauer, als ich aussehe. Gewöhn dich dran, jetzt aber vorsichtig. Die Dinger funktionieren nicht richtig und können angreifen. Wo soll ich machen? Repariere damit? Ja, Kommunikationskabel sammeln. Wo ist denn das Kommunikationskabel? Das ist doch von diesen... So, von diesen... Nee, das sind Sporen. Ist ja auch ein bisschen... Ach so, das sind die Reparaturdrohnen. Warum da so viele Tote rum? Leichen rumliegen? Keine Ahnung. Die Dinger sterben ja auch viel zu schnell. Schau ich das an. Ach so, hier werde ich gerade attackiert, wenn ich das richtig sehe. Oder ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, von wo ich attackiert werde. Meine Leben sind aber so hoch, dass ich mir deswegen keinerlei Sorgen machen sollte. Ach, das Kabel haben, sammeln wir automatisch schon, wenn wir die töten, wenn ich das richtig sehe. Und dann haben wir schon 2 von 3. Ah, jetzt haben wir auch schon alles. So, und dann gehen wir mal zu dem Terminal. Wieso liegen denn hier immer so viele Leichen rum? Das Terminal wurde schon lange nicht mehr gewartet. Quest. Die Falle des Feindes. Ansicht. Kommunikationssport erweitern. 50% erreicht, 80% erreicht, 100% erreicht. Signal von einem nicht autorisierten Netzwerkempfang. Commander, wir haben ein Problem. Ich habe beim Reparieren aus Versehen eine Verbindung zu Mavericks Kommunikation hergestellt. Ja, ja, ich weiß, ich hätte vorher überprüfen sollen, ob irgendwelche Server gehackt wurden. Das ist nicht meine Schuld. Das hier ist meine erste Mission. Mann, warum ruf ich dich überhaupt an? Kein Problem, Schätzchen. Wir kriegen das hin. So, das haben wir. Und es blinkt schon wieder. Hallo, du bist also der junge Sentinel, den ich betreuen soll. Das ist so aufregend für mich. Ich bin auch ein bisschen nervös. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Sunny, die Technikerin, den Lotta geschickt hat. Die Lotta dann geschickt. Hat mich zu dir durchgestellt. Ich bin auf jeden Fall dafür zuständig, dich zu unterrichten. Oh je. Ich werde ja ganz rot. Ich bin so aufgeregt, du bist meine allererste Schülerin, aber das sieht man mir bestimmt an. Okay, sorry, dass ich so viel quatsche. Ich soll dir alles über Sternenstaub beibringen. Das Zeug ist so cool.
Also, Sternenstaub ist, naja, eigentlich weiß niemand so genau, was es ist. Aber er glitzert. Voll hübsch. Und macht dich super stark. Ich habe mal gehört, dass brave Mädchen zu gleichen Teilen aus Zucker und Chili bestehen. Aber wir super tollen Arkanen haben auch eine Prise Sternenstaub in uns. So, die Taste K ruft den Skillbaum auf. Okay. Und es blinkt schon wieder. Buff, Debuff, Spezial Basic, Plasma, Elektro, Atom. Sentinels haben ein paar richtig coole Fähigkeiten, oder? Und wie war ich? Ich finde, unsere erste Lektion lief echt gut. Jetzt bin ich so richtig aufgedreht. Wie sonst vor einem Kampf. Wie Sentinels haben einfach viel mehr Energie als unsere Schwestern. Du solltest beim Kämpfen immer Spaß haben. Wähle deine Skills mit Bedacht. Sie entscheiden über Leben und Tod. Oh, und bring mir so viel Sternenstaub wie möglich. Okay, ich werde dran denken. Und Sunny, du hast das richtig gut gemacht. Yay! So, wieder ein bisschen Erfahrung und hier machen wir das nächste. Okay, warte mal. Weißt du, was das heißt? Ein Spion der Mavericks hat unser Netzwerk gehackt, genau wie Lotta befürchtet hat. Wenn ich die Verbindung nicht unterbrochen hätte, hätten die Feinde Zugriff auf eine unseren verschlüsselten Server erlangt. Siehst du, mein Fehler war eigentlich richtig nützlich. Kontrollfreak. Hallo, verdammt, die Verbindung bricht ab. Hallo, hörst du mich? Das ist ein Notfall. Ich bekomme ein Notfallsignal über den Kanal. Genau das Wichtigste wurde natürlich hier wieder mal lesbar gemacht. Ich glaube, es ist eine Nachricht von der Spionin, die unser Netzwerk gehackt hat. Ist das etwa eine Arcana? Vielleicht, wer zur Hölle ist das? Du hast vielleicht Nerven. Warte, stimmt, dass die Mavericks mich geschickt haben? Mein Name ist Cherry. Bevor du mich gleich abwürgst, ich habe euer Netzwerk nur gehackt, um ein Notsignal zu senden. Ich bin schwer verletzt und brauche Hilfe. So dringend, dass ich sie sogar von einem verfeindeten Arcana annehme. Commander, bist du da? Gut, ich dachte, ich hätte dich auch verloren. Also, die Cherry hat echt Schutzbe. Sie muss wirklich verzweifelt sein, um mich um Hilfe zu bitten. Ich weiß, dass wir Feinde sind, aber wenn ich eine verletzte Frau einfach in dieser Übel entgegen sterben lasse, bin ich kein Deut besser als sie. Also werde ich ihr helfen. Lass mich ran. Du bist dagegen. Mir egal. Ich mach's trotzdem. Nur eigentlich bin ich dafür. So, ich weiß jetzt aber gar nicht, was ich hiermit machen soll. Also ich kann hier ein paar Sachen anklicken. Ach, das sind die drei Fähigkeiten, die ich schon habe, wenn ich das richtig verstehe. Und dann kann ich die jetzt verbessern, oder? Nee, kann ich nur Informationen. Alarm, du musst erst den Skill erlernen. Oh, gut, ich habe gar nichts gesagt. So. Machen wir mal diese Sporensprosse. Was habe ich denn mit denen auf dem Hut jetzt? Genau. Da vorne sehe ich es auch schon. So. Ist er das nicht? Nee, Muttersporer ist das. Also, ganz ehrlich, wo willst du mich denn hier hinführen, ne? Ist er das? Nee, ist auch nicht. Wieso habe ich denn auch einen Totenkopf über mir? Okay, scheinbar bin ich nicht tot. Und scheinbar sind die anderen wohl dann auch nicht tot. Okay. Oh, jetzt habe ich eine Muttersporer aus Versehen angegriffen. Aber das stellt für uns ja kein Problem dar. Wir sind ein Sentinel, obwohl ich ja etwas mehr von einem Sentinel erhofft hatte. Ein bisschen mehr Bewegung oder so. Ich stehe ja wirklich nur auf der Stelle und baller die Dinger ab und klick mal ein paar auf meine Skills. Ein bisschen langweilig. Also wenn man Terra gespielt hat, ist das nicht gerade sehr spaßig. Aber gut. Das ist ja der Anfang des Spiels und wer weiß, was sich noch ändert. So. Ich weiß auch nicht, was die Schüsse da besonders macht. Wie mit Zielwasser und so. Also ganz ehrlich, das wirkt alles wie ganz normale Schüsse. Hier mal ein bisschen anders sieht er aus. Naja. Man wollen wir aber nicht nur über das Spiel meckern. Wie schon gesagt, es hat eine tolle Grafik. Also
besonders, also ich finde dieses Umgebungsdesign vom Weiten schick. Hat irgendwie was, aber sonst, ja, die Charaktere sehen auch ganz niedlich aus. Also hier, guckt euch mal das an, das sieht doch total niedlich aus, kann man nicht meckern. Wenn auch die Kleidung ein bisschen komisch ist und die Laufbewegung auch, aber ich denke mal, für viele wird das auf jeden Fall sehr spaßig. So, nehmen wir da mal noch an. Wie viele von diesen Dingern haben diese seltsamen Pilze wohl geschluckt? Okay, das sieht mir nach dem Richtigen aus. Commander, etwas Seltsames ist los mit Cherrys Kommunikator. Irgendwie hat er eine unautorisierte Verbindung mit meinem Einsatzkit hergestellt. Oh nein, du hast... Da hat mich jemand gehackt, glaube ich. Ihr Protektors seid alle so leichtgläubig. Du wurdest gehackt, Miststück. Das Gerät hat Zugriff auf dein Kit und blockiert deine Kanäle. Dieses kleine Ding kann automatisch über mein Einsatzkit auf das Netzwerk zugreifen. Verdammt. Sie ist ein Süße. Die Technologie der Mavericks ist eurem primitiven Spielzeugen weit überlegen. Du könntest mir fast schon leid tun. Aber nur fast. Viel Spaß dabei, deine Basis zu kontaktieren. Ich gehe jetzt die Oberfläche erkunden. Oh, da haben wir wohl wieder Shit gebaut. Dabei wollten wir ja nur ihm helfen. Oh verdammt, diesmal habe ich es echt total versagt. Ich kann eigentlich nur nach Spuren von Cherry suchen und sie so hoffentlich aufspüren. Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Fußspuren. Tatsächlich Spuren. Sorry, das fand ich jetzt ein bisschen witzig. Ja, aber ich glaube, wenn wir Cherry dann haben oder so, dann war es das auch erstmal für das Spiel. Ich denke mal, dann haben wir einen guten ersten Eindruck gekriegt. Irgendwie kommen wir ja nicht weiter. Und ich weiß... Oh, jetzt auch mal weiter. Ah, nein, nicht angreifen. Ich will da hin noch. Ich weiß auch gar nicht, was das hier soll, dass der immer überall reinlaufen muss. Alarm, Auto, gut, ja. Ach, das ist das Ding vermutlich, oder? Suche nach Fußspuren. Das ist jetzt ein bisschen lächerlich, oder? Ich sehe hier meinetwegen keine Fußspuren. Okay. Fußspuren. Fußspuren? Kann ich auch rennen oder so? Ne, das ist schon schnell laufen. Wo sind denn hier Fußspuren? Das Ding führt mich ja immer wieder an dieselbe Stelle. Fußspuren. Naja, also ich sehe keine Fußspuren. Spuren vom Verrat. Also das muss ja irgendwie ein bisschen erkenntlich sein, dass hier irgendwo Fußspuren sind. Vielleicht lacht ihr euch auch gerade ins Fäustchen, dass ich das hier nicht sehe. Das kann doch nicht sein, dass hier keine Fußspuren sind. Aber echt, das Ding hier geht mir auch gerade ein bisschen auf die Nerven. Okay, das lass mal. Das nehme ich zurück. Die haut ja rein. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Ding so viel Schaden macht. Hätte ich jetzt echt nicht mitgerechnet. Es ist glücklicherweise weg. Die Fußspuren haben wir trotzdem nicht. Also hier muss doch irgendwo Fußspuren sein. Ich meine, wenn mich das Ding schon hier hinführt. Katalara, die hat vermutlich auch die Fußspuren gesucht, deswegen hat es auch auf derselben Stelle. Ja, achso, hier steht ja unwahr. Commander, ich glaube, ich habe da was gefunden. Da ist zwar eine Herde Cabra darüber getrampelt, aber das sind definitiv Spuren. Hier laufen so viele Leute rum, aber... Und sie zeigen nach Westen. Dort drüben. Da unten ist ein Symbol der Mavericks. Ganz schwach. Ich sollte das genauer untersuchen. Also das war jetzt echt die lächerlichste Quest, die ich je kennengelernt habe. Erstmal sind da keine Fußspuren. Zweitens sollte ich da hinlaufen mit dem Autosystem. Hätte ich das manuell jemals gefunden? Ich glaube nicht. Ich soll Cherrys Kommunikator sofort zerstören. Ich bin mir nicht sicher, dass das so eine gute Idee ist, Commander. Ich soll einfach deinen Befehlen gehorchen, weil du hier die Hosen anhast. Wir können uns später drüber streiten, wer oben und wer unten liegt. Ich werde erstmal Cherrys Hacking-Adresse zurückverfolgen
um sie zu finden. Ich bin in Reichweite. Ich habe den Karren in den Dreck gefahren, also ziehe ich ihn auch wieder raus. Außerdem will ich sie bluten sehen. Wenn Cherry durch diesen Pass gegangen ist, sollte ich vorsichtig sein. Schließlich hat sie bestimmt damit gerechnet, dass ich sie verfolgen würde. Irgendwas stimmt nicht mit den Muttersporen. Sie zucken so seltsam und machen tickende Geräusche. Vielleicht hast du ausnahmsweise mal recht und das ist wirklich ein Trick der Mavericks. Vielleicht bleibt uns nichts anderes übrig, als sie umzubringen. Ist mir recht. Da hab ich eh grad voll Bock drauf. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Okay, sie sind so gut wie tot. Zeitzünder. Ziel Muttersporn. Also den Muttersporn haben wir Zeitzünder drin, wenn ich das verstehe. Oh shit, mein Trinken ist leer. Mein Mund ist auch schon so trocken. Deswegen hoffe ich, dass er jetzt auch langsam zum Ende kommt. Das Spiel begeistert mich schon, dass man da jetzt wirklich weiterspielen will. Aber auch nicht so heftig, dass ich jetzt hier sage. Aber ja gut, es ist halt irgendwie niedlich. Es hat was, ne? Hat so einen gewissen Touch. Und es ist halt die Beta, da will man ja nie so weit spielen, weil ja eh alles wieder gelöscht wird. Da haben wir jede Menge Muttersporen. So, ich weiß aber auch nicht wirklich, was die Aufgabe von Sentinel jetzt genau ist. Wir sind halt Fernkämpfer. Nicht unbedingt jemand, der die Gruppe bufft oder so. Und auch nicht unbedingt jemand, der den Mörder Damage macht. Vermutlich sind wir so eher für Bosskämpfe da. So als unterstützende Kraft oder so. 3 von 5. Also zucken tun die nicht wirklich. So, da haben wir es auch schon wieder. Zeitzünder, was soll das denn? Einen Moment später wären die explodiert. Und dann wäre ich tot. Bomben in den Mägen von Tieren zu nähen ist echt krank. Langsam verstehe ich, warum Mutter diese Ekel so sehr hasst. Wenigstens habe ich diese Muttersporen von ihrem Leid erlöst. Wer hätte das gedacht? Ich hab doch tatsächlich Heimweh. Mutter schickt mich hier in die Gefahrenzone, während du gemütlich in deinem Sessel sitzt und mir auf den Hintern starrst. Nicht besonders fair. Naja, im Sessel sitze ich ja auch nicht wirklich. Aber okay. So, gute Erfahrung und das gab doch mal ein Level Up. Oh shit, so viel. Guck dir mal deinen Eintrag an, Commander. Die Fratzenliane ist ein versteckter Schatz von Enochia. Denn ihr Saft verbirgt ein unglaubliches Geheimnis. Neueren Forschungsarbeiten zufolge stimuliert er das Nervensystem und macht den Trinker für eine Weile gelenkiger. Okay. Hallöchen, lass mich raten, du bist die neue Arcana und hast deine Verbindung mit Lotta verloren. Du bist nicht die erste Arcana, der ich nach diesem Trick der Mavericks eine analoge Nachricht überbringen musste. Mein Name ist Idle. Ich bin derzeit die Notfallvertretung von Lotta hier in Enochia. Seit dem Zusammenbruch der Erdinfrastruktur sind die zuverlässigen Kommunikationsnetzwerke auf der Oberfläche begrenzt. Die Verbindung mit Lotta wiederherzustellen ist ein äußerst komplizierter Prozess, über den du dir nicht dein hübsches Köpfchen zerbrechen musst. Du brauchst nur zu wissen, dass die Mavericks den Kanal gehackt haben und du deshalb einen Speicherchip brauchst, um eine Direktverbindung zu Lotta herzustellen. Aber wie dieser Spion gezeigt hat, ist eine Direktverbindung zu Lotta viel wert. Ich kann dir den Chip nicht einfach aushändigen. Zuerst muss ich dich testen. Deine erste Aufgabe, erledige die unzähligen gequälten Hyäniden, die in Enochia ihr Unwesen treiben. Erstatte Bericht, wenn du fertig bist. Dann können wir vielleicht drüber reden. Annehmen. So, dann machen wir noch eben. Wandlaufen, ne? Haben sie schon so ein System? Immer der gleiche Abstand, ist mir schon aufgefallen. Extrahiere der Saft den Franzen, ja, dann können wir aber auch noch machen. Ja, es ist halt das Problem, dass die Quests jetzt immer weitergehen und einen wirklich fesseln. So. Die Pistolen hängen nicht direkt an ihrem Körper, das sah gerade ein bisschen komisch aus von hinten. Okay, gequält. Räucher von 5. Soll ja auch nicht essen oder so, ne?
Ach, da haben wir die Saboteurin. Ich glaube, es steht hier keine Gefahr für uns. So. Komm, schieß drauf. So. So viele dürfen uns ja jetzt auch nicht mehr sollen. Von 5. Irgendwie kommen die mir auch nie ganz nah, ne? Und das können nicht alles Fernkämpfer sein, oder? Ja, guck mal, die bellt mich an. Ah, jetzt kommt er näher. Und das sieht auch nicht gerade sehr realistisch aus, wie die mich angreifen. Das ist halt ein Free-to-Play-Game, muss man so sagen. So, machen wir Sherry mal hier noch fertig. Okay, 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 okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, die hat mir um einiges mehr Schaden gemacht als ich ihr. Von daher werden wir den Kampf gegen Sherry jetzt einfach mal verschieben. So, Sherry scheint weg zu sein, ja. Gut. Wir haben die Quest hier erfüllt. Gar nicht schlecht, aber denk dran, die Oberfläche hat noch viel schwierigere Tests. Hoffentlich hat Mutter bei deinem Design nicht nur ans Aussehen gedacht. So, das haben wir jetzt und jetzt kümmern wir uns mal um die Saft hier. Und dann war es das wirklich. Und diese zwei blinkenden Dinger werde ich jetzt zwar einfach mal ignorieren. Weil ich finde, wir haben dann wirklich erstmal genug gemacht für einen Einstieg. Ja, da ist er doch. Was machst du denn da? Blumen mit Saft der Flashbacks. Hervorruft. Was kommt als nächstes? Männliche Arcana etwa? Eine Arcana sollte so eine wertvolle Substanz im Feld unbedingt nutzen. Sie können mir vielleicht das Leben retten. Okay, noch ein bisschen Erfahrung und so weiter. Nur ein Kram. So, ich würde sagen, damit beenden wir das und ich speichere. Ach nee, speichern muss man ja nicht. ich beende das hier und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute! So, an diesem Punkt möchte ich jetzt einmal meine Reflexion bzw. meine eigene Meinung zum Spiel Scarlet Blade offenlegen, das Wissen, das ich jetzt hier preisgeben werde, habe ich halt durch das so vorgesehene Video erhalten und daher ist da jetzt auch nichts Spoilermäßiges großartig drin. Ja, ich finde das Spiel gut, als Free-to-Play-Game auf jeden Fall zulässig. Und ich finde es auch besonders diesen 18+-Grad, der ist für viele Spieler natürlich auch ein großer Anreiz, das Spiel überhaupt anzufangen. Und ich finde, es ist einfach ein Spiel, das sich noch gut integrieren lässt in die Spiele, in die MMOs, die es zurzeit gibt. Und es verfolgt halt ein anderes System. Und daher würde ich meinen, es wäre jetzt nicht unbedingt ein Flop-Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Es hat eine gute Optik, wenn man jetzt nicht gerade zu sehr auf Details geht. Ja, also für ein Free-to-Play-Game ist die Grafik völlig okay. Das mit den Skills, mit dem Anklicken, da muss ich sagen, finde ich natürlich das System nicht so gut. Da will ich wieder als Vergleich Terra nehmen zum Beispiel. Da hat man natürlich das System, dass man hier selber agieren muss zum Beispiel. Das finde ich dort ziemlich gut. Ich finde das bei Scarlet Blade leider ein bisschen schade, weil mir ja wirklich das mit diesen Pistolen die ganze Zeit hat. Und da würde ich extra so ein System wählen, weil so ein Anklicksystem, dann hat man ja auch selbst gesehen, ich konnte schlecht weglaufen oder so. Ich weiß nicht, ob es dann später solche Skills gibt, womit ich dann zurückspringen kann oder so. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe jetzt ja auch nur meinen ersten Eindruck gehabt und ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterhin beobachten und ich denke, ich werde dazu auch nochmal ein Part aufnehmen. Aber dies jetzt erstmal nur hierzu. Dann habe ich noch auf der Webseite, also die Webseite kann man echt dazu sagen, die ist sehr ausführlich, man findet wirklich einen Haufen Informationen. Jetzt hatten die da sogar so einen Quiz noch, damit man rausfindet, welche Rasse man nehmen sollte. Nicht Rasse, Klasse. Ja, und da sind zum Beispiel auch schon wichtige Dungeons, beziehungsweise Instanzen,
Und die sind dann auch wirklich schon mit einer Minikarte drauf. Und ich finde, da haben sie sich wirklich viel Mühe gemacht. Das Spiel ist auf jeden Fall nicht schlecht und man sollte es schon mal ausprobiert haben. Man verpasst dabei schon etwas, wenn man es hier halt einfach mal nicht ausprobiert. So, das war dann auch meine Meinung dazu und ich würde mich freuen, wenn ihr dann irgendwie das kommentieren könntet oder eure Meinung dazu schreiben könntet. Ihr habt es ja dann auch gesehen, wenn ihr hier angekommen seid.